Kapsel 1 hier Floris-Zentrale. Freigabe für Sinkflug zur Oberfläche. Verstanden. Führe Abkopplung durch. Starte Hilfsdüse. Zentrale, noch 20 Sekunden bis zum Eintritt. Schubdüsen starten, drehen und bremsen. Kriminelle Zündung, ist auf 30%. Drehung. Triebwerk voran. Höhe 20.000 Fuß und fallen. Kapsel 1, Empfang ist gestört. Zur Hochleistungsantenne wechseln. Signalstärke bestätigen. Sehr gut, Kapsel 1. Zur Landung ansetzen. Triebwerke aus. Kapsel 1 gelandet. Ist fast wie zu Hause. Genau, das macht mir Angst. Na, Boss? Alle bereit? Hast du den Truck? Scharfschützen auf 3 und 6, mehrere Verteidigungslinien und eine Operationsbasis, und zwar binnen einer Stunde. Los! Goodman, komm her! Du weißt, was hier auf dem Spiel steht. Die Flores ist zur Hälfte demontiert. Das Triebwerk soll Energie für 500.000 Einwohner liefern. Wenn diese Outriders fündig werden, meldest du das gefälligst zuerst mir, klar? Ich soll nur für die Einhaltung der Verfahrensregeln sorgen. Das ist nicht die Erde, She-Ra. Es gibt hier keine Verfahrensregeln. Outriders, ich weiß, was ihr denkt. Wir können nicht zurück nach Hause. Und niemand weiß, was uns da draußen erwartet. Aber die ECA-Sesselfurzer genehmigen die Landung erst, wenn wir die Sonden finden. Dann an die Arbeit! ECA-Hauptquartier an Outrider Alpha, bitte kommen! Die Scheißatmosphäre lässt das Radar spinnen. Ich kann die Sonden nicht offen. Negative HQ, unsere Systeme funktionieren. Wir füllen das Lager weiter oben. So, Schulagen, weiter an. Die Gegend zu Fuß. Muss mir mal die Beine vertreten. Ich geh vor. Du musst ja nicht gleich am ersten Tag gefressen werden. Entspann dich, Outrider. Du schuldest dir gar nichts. Ja, ohne dich wäre ich nicht hier. Ich läge zu Hause unter der Asche begraben. Okay. Rücken wir aus. Seid wachsam und passt auf. Riech bloß mal die Luft. Meine Lungen sind gar keine Luft mehr gewöhnt, die nicht nach Diesel und Scheiße duftet. Ich fand die Luft auf der Erde nicht so schlimm, war dran gewöhnt. An die frische Luft wirst du dich auch gewöhnen. Eigentlich hätte doch keiner von uns entkommen sollen. Schuldgefühle, weil du überlebt hast. Geht uns allen so. Es ist nicht nur das. Wäre der Antrieb der Caravelle damals nicht explodiert und hätte die meisten echten Outriders getötet, stünde hier an ihrer Stelle nicht eine Gruppe von Söldnern. Ich habe dich angeheuert, weil du dich von nichts aufhalten kannst. Hier schlagen wir das Lager auf. Outrider, signalisiere dem Hauptquartier, dass die Gegend sicher ist. Hey,
Egal, was hier draußen passiert, ich brauche dafür meine Spitzenkraft, falls was schief geht. Kann ich auf dich zählen? Sag schon, was anliegt, Cap. Unsere Waffen wurden seit 100 Jahren nicht abgefeuert. Geh mal rüber zu Jakob und lass deine Ausrüstung prüfen. Sobald wir die Sonden aufspüren, solltest du aufbrechen. Noch Fragen? Keine Nachricht von der Erde? Ist sie echt weg? 15 Jahre nach Beginn der Reise wurde es still. Das hatten wir erwartet. Seitdem gab es laut ECA keinerlei Kontakt. Scheiße. Ich bin in einem Slum aufgewachsen. Hab um Reste gekämpft. Und lange vor dem Ende hatte ich schon alle verloren. Vom Weltuntergang hatte ich keine Angst. Hätte eh nie gedacht, dass ich älter als 20 werde. Irgendwie gehöre ich zu denen, die es geschafft haben. Dabei weiß ich nicht mal, was ich hier eigentlich tun soll. Wenn's gut läuft, wirst du all das irgendwann zurücklassen müssen. Das ist ein neuer Anfang. Du könntest hier eine Familie gründen. Eine Hütte bauen. Alt und fett werden. Ach, nichts für mich, Cap. Mit Kugeln kann ich umgehen, mit Kindern nicht. Für so eine wie mich wird's hier keinen Bedarf geben. Vielleicht für dein früheres Ich. Aber du gehörst zu den Auserwählten. Du kannst die Zukunft gestalten. Wirf das nicht weg. Ist aus deiner Familie noch wer von der Erde entkommen? Mein Bruder. Aber nur fast. Sie froren ihn ein, als wir L.A. evakuierten, um die Blutung zu stillen. Aber es war zu spät. Ach, Mist. Das tut mir echt leid. Hatte keine Zeit, um drüber nachzudenken. Was ist mit Sarah? Ihr geht's gut, oder? Ja. Meine Sarah ist da oben. Ihre Gruppe wird erst in 6 Monaten geweckt, aber ich kann warten. Ich konnte dir das alles in dem Chaos bisher noch nicht sagen, aber meine Kleine ist schwanger. So habe ich ihr den Platz verschafft. Im Doppelpack günstiger, was? Also deshalb bist du so scheiß gut gelaunt, seit sie dich aufgetaut haben. Übertreib's nicht. Ja, Sir. Großväterchen, Sir. Ich such da mal Jakobs Schießstand. Okay, du musst bereit sein, falls wir von den Sonden hören. Was hast du denn, Boss? Ich kenne diesen Blick. Wie gefällt's dir denn hier, Jakob? Echt perfekt. Wunderschön. Wie lange es wohl noch dauert, bis wir alles unter Beton und Plastik vergraben? Ach komm, sei mal nicht so zynisch. Sieh dir nun dieses Tal an. Ich weiß nicht, Boss. Vielleicht steht für uns alle zu viel auf dem Spiel. Einen Planeten haben wir ja bereits auf dem Gewissen. Wenn wir den hier auch verbocken... Muss ja nicht sein. Klar. Vielleicht sind wir am Ziel. Vielleicht müssen wir bald nicht mehr mit einer Knarre unterm Kissen schlafen, uns jeden verdammten Tag Sorgen um Nahrung machen. Ach, glaub's mir, Boss. Ich will, dass das funktioniert. Ehrlich. Nur, Menschen ändern sich nicht. Alles auf schwarz gesetzt, was? Ah, die Bank gewinnt immer. Am letzten Tag wurde es echt brenzlig. Ich wusste nicht, ob es überhaupt jemand schaffen würde. Es war ziemlich knapp. Musst du auch ständig daran denken? Ich weiß. Es ist irre. Das ist 80 Jahre her. Kommt mir vor wie Tage. Meine Knöchel tun noch immer weh, meine Ohren klingeln vom Gewehrfeuer. Ja, sie kamen zu Tausenden. Alle kletterten übereinander, schlachteten jeden ab, der im Weg war. Sie wollten den Startturm abreißen, die Türen unseres Shuttles einstoßen. Ich war schon in vielen Kriegsgebieten, aber das war reinste Anarchie. Hör mal. Den Planeten konnten entweder wir verlassen oder sie. Wir haben getan, was wir tun mussten. Wir tun, was wir tun müssen. Wir passen aufeinander auf. Das sollten wir. Neben dem Cap und Cuthbert bist du der einzige Überlebende, den ich kenne. Und der einzige, den es sich zu kennen lohnt.
bin froh, dass du es an Bord geschafft hast, alter Scheißkerl. Ich auch. Zeit für ein paar Tests. Willst du Zielen üben, Boss? Fangen wir an. Meine Güte. Einfach herrlich. Hättest du das doch sehen können, Dad. Hey. Du bist She-Ra, richtig? Tut mir leid. Ist die Landschaft nicht unglaublich? Wunderschön. Tja, hätten wir bloß ein Internet, um's zu posten. Das ist rein wissenschaftlich. Übrigens, das Internet werden wir binnen 6 Monaten am Laufen haben. Wir haben das ganze Ding gebackupt. Ich verarsch dich nicht, She-Ra. Wie sieht's mit der Sonde aus? Der Scan läuft noch. Keine Ahnung, was ich sonst noch tun kann, aber... Wie können die Signale der Sonden einfach verschwinden? Ja, es hieß, es wäre eine Art Interferenz oder so. Vielleicht aus dem All, nicht von hier unten. Trotzdem, die ersten Messwerte waren wohl korrekt. Wir atmen. Ja, aber damit die ECA zulässt, dass noch 500.000 Menschen herkommen, müssen die Sonden bestätigen, dass wir sie versorgen können. Und falls das nicht klappt? Hat die ECA einen Plan B? Hast du auch Fragen, auf die ich Antworten habe? Wie soll die Kolonisierung ablaufen? Du bist im Planungsteam, oder? Ja. Wir haben begonnen, das Triebwerk zu demontieren. Das müssen wir zuerst runterbringen. Der Nuklearkern sollte genug Energie für die Versorgung der Kolonie liefern. Und wann sollen die zivilen Kapseln runterkommen? Binnen weniger Wochen, wenn alles klappt. Erstmal nur so viele Menschen und Ressourcen, wie für die Infrastruktur nötig sind. Also Wasser, Nahrung, Unterkünfte. Dann wecken wir weiter Leute auf. Je ein paar Tausend, nur so viele wie ernähren können. Und dann wirst du hier im Handumdrehen mitten in einer Stadt stehen. Und so lange bleibt die Floris da oben? Das Schiff wurde im Orbit gebaut. Es sollte nie landen. Wir müssen es dort am Himmel lassen, bis wir wieder durchs All reisen können. Eines Tages, vielleicht. Okay, sag mir die Wahrheit. Glaubst du, die ECA hat den Plan richtig durchdacht? Mein Vater war Mitglied des Teams, das den Plan entwickelt hat. Mein Leben lang hat er diesen Tag vorbereitet. Die größte Unternehmung der Menschheitsgeschichte. Oh, so bist du auf das Schiff gekommen, ha? Huh? Papas Vitamin B? Nein. Ich habe Maschinenbau studiert. Jahre im Orbit verbracht. Die Struktur entworfen. Nieten in die Hülle getrieben. Ich habe am Schiff mitgebaut. Du hast es dir also verdient. Freut mich. Das war mein Vater. Aber nicht so, wie du dachtest. Er hat mir seinen Platz überlassen. Er blieb zurück. Scheiße, das tut mir leid. Er wäre von diesem Ort begeistert gewesen. Aber jetzt bin ich eben allein. Es ist komisch, niemanden zu kennen. Wenn das hier vorbei ist, kannst du gern mal mit uns abhängen. Wir sind gar nicht so übel. Vielleicht komme ich drauf zurück. Hey, soll das Ding hier so blinken? Oh, 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 oh. Das ist eine Sonde. Tanner, ich glaube, wir haben ein Signal. Ganz nah. Gute Arbeit, Outrider. Finde das Scheißding, damit wir diese Kiste landen können. Verstanden. Hey, das ist ein historischer Moment. Wir sollten ihn dokumentieren. Alles für die Wissenschaft, ha? Vorsicht, Bewegung auf 9 Uhr. Was Großes. Alle Einheiten, bleibt wachsam, Umgebung sichern. Erst feuern, wenn wir wissen, womit wir es zu tun haben. Wow, ich sehe sowas wie hyänenartige Kuhviecher. Ja, ich sehe sie hier drüben auch. Ist eine ganze Herde. Sind wir sicher, dass alle Tiere in dieser Gegend Vegetarier sind? Pflanzenfresser. Wir nennen sie Pflanzenfresser. Ja, egal. Ganz schön hässlich, wenn ihr mich fragt. Nein, sie sind erstaunlich.
lassen sich bestimmt domestizieren für die Viehzucht. Ja, die geben bestimmt saftige Steaks ab. Eins von diesen Kuhviechern sonnt sich direkt vor mir. Vielleicht kommst du nah genug ran, um eine DNA-Probe zu nehmen. Ich versuch's mal, wenn ich mich dem Ding nähern kann, ohne es zu verschrecken. Nein, hab's verscheucht. Aber ich hab die Sonde. Fantastisch. Da braut sich ein Sturm zusammen. Cap, hab die Sonde. Hat eine harte Landung hingelegt, aber die Daten scheinen intakt. Verstanden. Übermittle es ans Hauptquartier. Gute Arbeit, Outrider. Warte, Tanner? Ich empfange hier noch ein zweites Signal, aber irgendetwas ist seltsam. Seltsam? Die Tonhöhe steigt und fällt. Eigentlich sollte sie gleichmäßig sein. Outrider Alpha an Hauptquartier. Wartet noch mit dem grünen Licht. Wir müssen noch eine Sonde analysieren. Negativ, Alpha. Euer Job ist getan. Verdammt. Maxwell, hör mir zu. Wir können uns keine Fehler erlauben. Gib uns Zeit. Noch länger und wir verlieren das Orbitalfenster. Die Daten sind da, ich sag Bescheid. Ihr wollt weitersuchen? Gebt nicht mir die Schuld, wenn ihr Ärger bekommt. Ende. Na schön, Outriders. Zurück zum Konvoi. Suchen wir diese verirrte Sonde. Hey, Cuthbert, gibt's was Neues? Von der Sonde kommt nur Rauschen, aber habt die Quelle verfolgt. Da. Habt ihr eure Gummistiefelchen? Jakob. Gleicher Scheiß, anderer Planet. Oh ja, klar. Elektronik stürzt ab. Die Trucks stehen still. Wir gehen zu Fuß. Soldat, du kümmerst dich um She-Ra. Verstanden? Wir gehen weiter. Augen auf. An der eigenen Spucke verschluckt, Alter? Bin okay. Scheiße! Bringt ihn zum Schiff! Alarmiert die Sunnis! Was ist los? Zurück! Gott verdammt! Tanner, ich sehe die Sonde. Da bewegt sich was. Ich rücke vor. Tanner, ich hab sie. Gut, hol dir die Festplatten und dann raus da.
Warte mal. Sie läuft nur im Relais-Modus. Tenna, dieses Signal kommt gar nicht von der Sonde. Es kommt von außerhalb des Suchbereichs, von irgendwo auf dem Planeten. Unmöglich. Hier ist doch sonst keiner. Sichere die Festplatte. Wir analysieren das Signal in der Basis. Verstanden. Ah, verdammt! Das Ding wird gegrillt, Tenna! Gib uns die Frequenz! Scheiße. Trägerfrequenz 9, 7, Tenna? Hörst du mich? Scheiße. Tenna? Tenna? Ich weiß nicht, was hier für eine Scheiße los ist. Was zum Teufel? Was ist das? Schwere Verluste! Mögliche Kontamination! Ich brauche in der Basis eine Quarantäne, verstanden? Shit! Maxwell, was zur Hölle ist hier los? Oh, was sieht's denn aus? Sir, wir müssen das Quarantäneverfahren einhalten und die Landung verschieben. Was auch immer über diesen Planeten berichtet wurde, es war falsch. Es gibt eine Art Anomalie. Wenn wir landen, dann sterben alle. Wir können die Landung nicht stoppen. Es ist zu spät. Wir können sonst nirgendwo hin. Tana, hier! Hilfe! Sanitäter, versorgt sie! Na los! Stop. Sie sind kontaminiert. Merzt sie aus. Das ist ein Befehl. Du bist und bleibst ein Arschloch. Seh dich um! Da sind Männer und Frauen, die Hilfe brauchen. Und jetzt reißt euch zusammen und tut das Richtige. Sonst werde ich... Nein! Ausmerzen. Sofort! Verbrennt die Leichen, verdammt! Maxwell ist völlig übergeschlafen. Ich kümmere mich um die Verwundeten. Haltet ihr sie zurück? Jakob, gib mir Decke. Ich hole mir Maxwell. Alles klar. Arbeiter, Waffen runter! Das ist ein Befehl! Sicher. Sobald du deine verdammten Schergen zurückpfeifst. Sergeant Major, die gesamte Kolonisierung ist in Gefahr. Wir müssen die Flores warnen. Deine Outriders haben diese gefährliche Situation geschaffen. Die Mission gefährdet. Schwachsinn!
Tu das Richtige! Blas sie ab! Verschieb die scheiß Landung! Es ist spät! Hey, ihr da! Helft mir mit den Verwundeten! Sie müssen zur Krankenstation! Hier drüben! Na los, bewegt euch! Oh, warte. Ist es fast da? Das wird wieder... Scheiße, das ist aber der Dank. Okay, hier. Es wird so gemacht! Was machst du da? Du gehst wieder in den Kälteschlaf, bis die Docs dein Leben retten können. Mach dich nicht lächerlich, ich bin erledigt. Aufpäppeln ist nicht mein Ding.